So, hallo, da bin ich wieder. Diesmal mit Komplettlösung. Okay, ein offensichtliches Ding habe ich wirklich übersehen. Und zwar hat die Münze wirklich eine Funktion. Man kann damit, wer hätte es gedacht, die Schraube lösen. Darauf bin ich nicht gekommen. Ist ein bisschen peinlich. Ich dachte, ich glaube, in anderen Spielen gab es halt auch so eine Münze, mit der man nichts machen konnte. Aber hier scheint sie tatsächlich dazu. Zahl! Es dient, die Schraube zu lösen. So, jetzt kann ich nämlich diese Schlinge. Also erstmal diesen Haken nehmen und ihn an die Schlinge hängen. Was es mir bringt? Weiß ich nicht. Wow. Entschuldigung. Boah, so. Probieren wir einfach mal aus. Was passiert jetzt, wenn wir hier an dem Gewicht ziehen? Vielleicht kommt da ja schon was zu Vorschein. Fichten wir mal im Dunkeln. Da, ein Regenschirm. Und du, ne, er hat keine Hände. Oh. Tump konnte mir helfen, den Schirm zu Ja, fangen. genau. Der Schump muss halt das Dingens. Und ich muss den Schirm dann krapschen. Das ist wieder dieses Teamwork, das so nervig war bei Goblins 2. Gut. Und jetzt? Was können wir mit dem machen? Einsatzschirm mit Zahn. Okay, das geht nicht. Ein bisschen fliegen kann er schon, der Schum. So, mal sehen. Jetzt müssen wir halt, denke ich mal, den Zahn kriegen. Ich dachte eigentlich, der Zahn sei dafür gedacht, die Schraube da rauszukriegen. Deswegen habe ich das mit der Münze gar nicht probiert. Also jetzt kommt wieder was ich so nie gedacht hätte. Lone geht auf die Hand ganz rechts im Schump, begibt sich auf die Bodenplatte vor der rechten Tür. Bodenplatte. Ah, oh Gott, ja, Mann. Ey, sieht einfach aus wie so ein Brett oder sowas. Ja, dann sicher. Benutzt das den Schirm in der Öffnung links? Hier oder was mit der Tür? Das gibt alles keinen Sinn. Ja, das verstehe ich nicht. Versteht? Plont nimmt den Zahn und benutzt danach den Schirm mit der Öffnung links. Okay, aber das kann man hier mal machen. Strick durchschneiden. Oder er macht es auch nicht. Oder hier denn? Mit. Mit dem Golfball. Das ist wirklich schade. Mit deinem Schirm wird das fast ja sicherer. Mit deinem Schirm wird das fast ja sicherer. Ach so, okay, das war ein Schirm. Ah, oh Gott. Das hatte ich eine Öffnung. Das finde ich sie nicht mehr. Ach so, oh, da war so ein Löschelchen. Das ist natürlich super safe, was er da jetzt gebaut hat. Und er landet was im Wasser. Das ist bitter. So, hier. Oh Gott, ist eine Goblin-Armee oder sowas? Der Regenschirm ist noch da. Und eine Hand. Eine Hand. Ja, wo ist das denn? Regenschirm hier? Heißluft? Oh.
Herkules, Kramel, Krumpen, Makistus. Reden wir mal mit denen. Vielleicht sind sie ja freundlich. Sagen Sie mir, mein Bester, was bringt Sie hierher? Ein Biskuit. Okay. Das wird wohl nichts. Ich hier rüber gehen. Eine Bodenplatte. Alter, ich muss wahrscheinlich eben die hin. Oh, ich muss das Mädel aber schon retten. Er hat das hier nicht allzu viel, was er machen kann. Ich muss doch mit ihm darüber kommen. Hoffentlich geht das überhaupt. Ja, es geht. Ich muss die Hand schnappen. Und mit dem. Probalus. Ne, er will nicht. Ein Ast. Der Ast liegt der Fratze des Ungeheuers genau gegenüber. Ein Spalt. Der lässt sich nicht durch. Okay. Denkst du, das nächste, was ich machen kann, wird mit der Heißluft zu tun haben? Da, rühren wir mal das hier aus. Okay, bin ich einfach da gelandet. Der hat auch nichts gebracht, also der hier mal, komm. Sehr schön. Sind wir da auf diesem komischen Totem, was das sein soll? Erstmal in den Spalt reingreifen. Oh. Liebe auf den ersten Blick. Die Befreiung wird ein harter Kampf. Ein Schlüssel? Diese Finsterlinge warten mit der Geisel auf den Boss. Das war ja mal nix. Pfeffer. Er schnüffelt hier selber dran. Die Golfschläger. Die Sauglocke. Das hat nichts gebracht. So. Okay, dann ist wieder hier. Da ist noch eine Leiter. Ein Stein.
Oh, das ist gemein. Haut er einen ab, kleinen Vogel. Gefällt dir, muss auch noch irgendwas sein. Ist so fies. Damit weiß er nichts anzufangen. Okay. Da hänge ich glatt schon wieder. So, das Götzenbild. Blond nimmt den Regenschirm und setzt ihn mit der linken Heißluft ein. Er schaut euch einen Spalt. Was? Man kann die einfach umhauen? Dass das so gewalttätig ist, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre nicht mehr so gerätselt. Aber man kann die wirklich bekämpfen mit dem Schläger. Das hätte ich nicht gedacht. Ein Biskuit. Weiß nicht, ob ich die anderen auch noch erschlagen kann. Und die sind jetzt schneller. Okay, darauf wäre ich nie gekommen. Wie kommt man auf sowas? Darauf wäre ich auch nie gekommen. Okay, jetzt muss ich tatsächlich die Krümel auf den hier streuen, aber warte mal, nein, nicht von hier, sondern vom Felsen aus. Moment. Ein Schild. So. Ne, da will man mit uns reden. Wir haben schon so viele von den Bösen gekillt. Macht's überhaupt damit? Daneben, Mann. Na, ja, die sind flatter als die ersten zwei. Da komme ich so nicht weiter. Also seht ihr ja auch nicht. Du boh. Okay, ich hab schon geguckt, was man machen muss. Jetzt muss ein Schild an den Ast hängen irgendwie.
Was? Wie geht das nicht? Okay, so geht das also. Aber was mit dem Schild da ist, weiß ich nun auch wieder nicht. Habe ich sie sonst nicht gesehen, hat jetzt oder so? Wow, was für Reflexe. Domoi. Ich gebe ihm auch die Krümel. Oh, klar, jetzt streue sie einfach woanders hin. Vielleicht der Pfeffer. Ich habe natürlich schon geguckt, das ist der Pfeffer. Oh, hat sich selbst noch Knockout verpasst hier. Okay, jetzt haben wir einen Knüppel. Das Schild ist leider nicht mitnehmbar. Versuchen wir mal mit ihm zu reden. Nee, will immer noch nicht. Na gut, dann nicht. Egal, hier ist erstmal ein Folgenpäuschen angesagt, aber wir sind schon bald am Ziel. Das seht ihr dann mal in der nächsten Folge. Bye, bye.